nee, was ist das? Wales? San Marino? Was auch immer, San Marino ist es mit Sicherheit nicht. Das ist Dion Krivenko. Zweimal gewonnen, einmal Remis gegen den Kollegen. Mein Gott, jetzt überlege ich wieder ewig hier hin und her und hin und her. Das verhindert die Rochade. War jetzt nicht der beste Zug von ihm. Jetzt droht E5 hier mit Figurengewinn. Na, wahrscheinlich sollte ich die Damen auf dem Brett halten, oder? Er kann nicht rochieren, Thomas D1, das muss doch gut sein für mich. Aber ich bin so langsam immer, ey. Läufer A6. Läufer A6, Dame E3 natürlich. Der Bauer ist schwach, der Läufer ist schwach, die Stellung ist eine Katastrophe. Dame B5, Schach droht hier vor allen Dingen. Fällt mir gerade auf. So ein bisschen. Dame A3, dann mit der. Na, Dame B3 habe ich noch. Na. A4, Dame A4. Läufer F1, Turm F1, A4, Dame D3. Ja, ich habe Dame D3 zum Glück. Turm D8. Turm D1, dann kann er den Springer nicht ziehen wegen. Nee, ist nicht matt. Scheiße. In Gewinnstellung nicht mehr ziehen, ey. Ja, es ist oberpeinlich. Ich schlag mich selbst die ganze Zeit. Die Gegner spielen Blödsinn, ich bin zu doof. Das ist eigentlich nicht mein Niveau. Hier habe ich Riesenvorteil. Riesenvorteil.
Warum meine ich nicht Läufer G7 hier? Meine Güte, was für billige Sachen ich auch übersehe. Liegt natürlich auch daran, dass ich wirklich viel zu viel Zeit verbrauche insgesamt. Ich bin nicht da. Hier Springer E5 noch viel besser hier. Na egal, es ist. Der Witz ist. Er spielt schlecht, ich spiele auch schlecht. Hier gibt es zum Beispiel den hier, ne? Die Ablenkung. Sieht er gar nicht. Hier zum Beispiel muss ich Turm B3 spielen. Das ist viel genauer. Ja, dann kriege ich mein Endspiel, was ich haben will. Turm hierhin. Und vor allen Dingen, hier muss man nach H4 machen. Hier gibt es natürlich den. Ich klebe viel zu sehr an diesen scheiß Bauern hier fest. So und dann den hier. Ne? Und ihm alles abrasieren hier. Hier. Wobei ich sagen muss, okay, das ist hier natürlich gewonnen irgendwann. Ich klebe viel zu sehr am Bauern fest und vergesse komplett die Zeit auch. Ich weiß nicht, was los ist. Ich vergesse die Zeit einfach. Und hier habe ich Angst gehabt plötzlich vor dem hier. Na egal, weiter geht's. Ja, warum ist mein Zeitmanagement schlecht? Ich bin nicht entscheidungsfreudig, das ist alles. Das hat aber viel mit Praxis zu tun. Je mehr man spielt, desto schneller spielt man auch. Wenn man nicht so häufig spielt, dann... ist man halt nicht so drin, ne, in der Geschichte. Soll ich sagen? Die G-Linie auch nicht schlecht. Ah, er will da rein. Ich ziehe einfach irgendwas schnell. Bringt ja eh nichts, wenn ich nachdenke. Am Ende soll er noch überlegen, was er zieht. H6, G5 ist hier in der Pipeline. Keine Ahnung. Das ist traurig. Wie viele gewonnene Stellungen ich heute einfach so verbaselt habe. Läufer F7, Läufer hierhin, ne? Er muss irgendwann Springer E5 ziehen. Denke ich. Springer E5, Läufer H5, F3, Dame H4, Läufer E1, Dame schlicht H3. Weiß ich nicht, Digga. So, der hängt nicht, weil der Läufer hier den Bauern fesselt. Ich drohe hier. Er könnte natürlich so nehmen. Springer Schach gibt's, bringt nichts. Er könnte Springer G6 Schach ziehen, ne? Nee, Quatsch. Läufer E1. Dame schlicht H3. Sieht gut aus. Vielleicht fängt er mal eine Dame, ich weiß nicht. Aber wenn der Läufer da steht, natürlich nicht. Vor allen Dingen droht dann Läufer E5 und schlagen auf F3. Also, Läufer E1 ist der logische Zug, ne? Oder Turm F1. Ich denke, dann muss ich auf E5 nehmen. Der Springer... okay, das ist klar. Okay, das sieht aber verrückt aus. Ach so. Ja, ich muss nehmen. Der Läufer hängt. Scheiße. Okay, nehmen wir mal. Ach, der... der hängt ja gar nicht. Jetzt deckt plötzlich die Dame den Turm. Lol.
muss ja trotzdem gut sein für mich. Sollen wir die Damen tauschen? Okay, Dame H2, Turm G2, Dame H4. Ich will Turm F6 spielen. Ich will die Damen nicht tauschen. Sein König steht so schlecht. Ja, aber nach Dame G4 muss ich die Damen tauschen. Gut, das Endspiel muss ja besser sein für mich. Ich habe einen Bauern mehr. Ich muss tauschen, ne? Ja. Es gibt keine Züge. Einfach mal hier fesseln. Ich drohe hier zu nehmen, ja. Ja. Erstmal umgruppieren, Läufer nach F6, damit das alles gedeckt ist hier. Und dann überlegen, ob ich mit A5 fortsetze. Ich habe deutlich mehr Zeit. Turm A5, F6 ist die Idee, komm, verhindern wir. Naufs. Jetzt hängt der A3. Lass mal da nehmen. Wieso kann ich Turm F6 nicht spielen? Kann ich doch spielen, oder? Nehmen wir weg. Nein, ist Quatsch. Mann, spiele ich ungenau. Nein! Ich habe den Turm eingestellt. Und ich habe Zeit verloren. Sag mal, was ist denn mit mir los? Sag mal. Ich ziehe nicht mehr. Ich habe heute irgendwie ich ziehe nicht mehr Krankheit. Der Witz ist, ich habe schon wieder komplett verbaselt zum Remis. Aus einer totalen Gewinnstellung hier. Ich habe auch eine schlechte Technik übrigens, ne? König D4, Turm C6 ist ja trivial gewonnen. Ich bin überhaupt nicht bei der Sache. Ich bin echt überhaupt nicht bei der Sache. Das ist technisch auch. Das ist ja normale Gewinnstellung hier, ne? Turmendspiel. Das ist Wahnsinn, dass ich das nicht, dass ich hier das zum Remis verbasele. Und dann habe ich noch den Turm stehen lassen an der Stelle. Und dann habe ich nicht mehr, ich habe gar nicht mehr gesehen, dass ich keine Zeit mehr habe. Also auch die Partie, ich habe schnell begonnen, super schnell gespielt zuerst, dachte mir, ja. Auch komplett überspielt wieder den Gegner. Naja, komplett überspielt vielleicht nicht, aber
auf jeden Fall die bessere Spielanlage, stehe hier im Prinzip klar auf Gewinn. Dame, wieso Dame H5 hier? Er kann nur da, Turm. So. Was mit dem? Ach, der Turm hängt jetzt hier. Der. Ja, okay, das ist zu kompliziert. Lassen wir das, ist egal. Ich habe einfach einen Bauern mehr. Das Endspiel auch. Ich habe mal relativ schnell gespielt auch. Und das ist totaler Wahnsinn. Ich habe hier 1,13. Der Gegner hat 14 Sekunden. Ich habe 3 Bauern mehr. Okay, 2. Spiel das genau richtig. König G6 ist komplett überflüssig. H5 hier. Da kommt er gar nicht rüber. Ich habe hier, wie viel Zeit habe ich? 50 Sekunden. 50. Das ist aber auch schlechte Technik, muss man sagen. Von mir. Ja, den König gar nicht erst rüberlassen hier. Okay, jetzt lass den König wieder auf die F-Linie. Unnötig. Aus irgendeinem Grund finde ich hier nicht den simpelsten Gewinnweg. Okay, hier zum Beispiel einfach Turm E6. Wie trivial ist denn das bitte? Turm E6. Er kann den machen. Und dann gehe ich hier rüber zum Beispiel und den. Letzte Runde. Also das gibt's überhaupt nicht. Wie schlecht.